Beides fürs Trainingstape nach dem Trainingmassage. Elfmeter parieren oder 1 gegen 1 gewinnen? Sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ein 1 gegen 1, wenn ein Stürmer ganz komplett allein aufs Goal laufen kann, ist nochmal eine grössere Challenge für einen Goalie. Notbremse oder Gegengol? Kommt vielleicht darauf an, ob man vorher einen Fehler gemacht hat, wo man Notbremse machen muss. Aber ich glaube, man muss so clever sein und das Gegengol in Kauf nehmen. Goalie-Händchen mit Fingersafe oder ohne? Ganz klar ohne. Fingersafe hatte ich vielleicht bis 5-6 nachher nicht mehr. Buffon oder Casillas? Da für mich ganz klar der Casillas. Schon immer als kleiner Bub Fan von ihm. Goalie-Training oder Mannschaftstraining? Kommt immer ein bisschen darauf an. Wenn es im Mannschaftstraining darum geht, aufs Goal schiessen, dann lieber das Mannschaftstraining. Aber das ist eher selten der Fall. Darum geniessen wir extrem, wenn wir die ersten halbe Stunde oder 40 Minuten nur Goalie untereinander sind und dort auch ein bisschen aufs Goal schiessen können. Kinder oder Haustier? Ganz klar Kind. Ich bin überhaupt nicht der Haustiertyp. Darum bin ich jetzt froh mit der Tochter, die ich habe. Und das ist richtig so. Nuki oder Babyrasseln? Eher Babyrasseln. Wir probieren den Nuki möglichst wenig zu brauchen. Windeln wechseln oder in der Nacht aufstehen? Ich bin eigentlich in beidem nicht so schlecht, aber ich glaube, meine Frau würde sagen, in der Nacht stehe ich nicht so viel auf. Dafür schaue ich das ab und zu mal, kann die Windeln wechseln. Kochen oder Takeaway? Kochen. Sehr, sehr leidenschaftlicher Koch und ich tue sehr, sehr gerne kochen, auch für die Familie zu Hause. Hotdog mit Senf oder Hotdog mit Ketchup? Mit Ketchup und Mayo. Fondue oder Raclette? Da bin ich eher der Raclette-Typ. Schön Raclette, noch ein bisschen Fleisch oben drauf. Das ist sensationell. Schokokuchen oder Zitronencake? Dann lieber einen Zitronencake, der so ein bisschen leicht nass ist in der Mitte. Das ist Gaumenschmaus. Golf oder Migro? Schon immer ein Migro-Kind gewesen. Golf oder Tennis? ich bin mehr auf dem Golfplatz, mal deutlich mehr. Bundesliga oder Ligue 1? Ganz klar die Bundesliga. Das ist schon immer die Liga, die ich am meisten geschaut habe. Jetzt natürlich mit so vielen Schweizer Goalie, die wir dort haben. Das ist für mich die interessanteste Liga. Uetiken oder Schinderligi? Ganz klar Uetiken. Dort bin ich aufgewachsen. Dort wohnt auch noch meine Familie, meine Eltern und all meine Geschwister sind dort in diesem Raum noch zuhause. See oder Freibad? Da ich eben zu Uetiken am See und natürlich auch immer im See war, ist für mich klar, ein See würde ich vorziehen, ein Freibad. Poker oder Uno? Bin ich eher ein Pokerspieler, mal mit den Kollegen ein bisschen Poker, macht mir extrem viel Spass. Superman oder Batman? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, als Kind eher Superman und jetzt gefällt mir vielleicht Batman-Film ein bisschen besser. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Herr der Ringe habe ich nur zum Teil geschaut, die haben mich nie wirklich gepackt, aber ich glaube Harry Potter habe ich wie sozusagen jeder andere auch, habe ich alle Filme gesehen. Casual oder elegant? Ich bin eigentlich eher der Casual-Typ, wobei ich muss sagen, ich genieße es extrem mal, mich können elegant mit Hemd und Jackett auch mal sofort durchzugehen. Singen oder tanzen? Weder noch. Vielleicht eher singen, aber so, dass sonst niemand hört. Skifahren oder Snowboarden? Früher habe ich Snowboard gefahren, relativ lang, aber seit 15, 16 bin ich jetzt nie mehr auf der Piste gewesen, halt einfach auch, weil wir es nicht dürfen, weil es einfach zu verletzungsgefährdend ist. Massage oder Tape? Beides. Fürs Training Tape, nach dem Training Massage. Laptop oder Tablet? Ich bin doch relativ viel noch am Laptop. Also wenn ich etwas nachschauen muss, was etwas länger geht, wo das Telefon nicht lange geht, gehe ich zu Hause am Laptop. Und als letztes noch Buch oder Zeitschrift? Zeitschrift habe ich eigentlich aufgehört zu lesen, lese ich fast nicht mehr, weil es meistens nur durchblättern und dann eine Seite lesen. Und ich habe ab und zu mal noch ein Buch in der Hand.